Herr Nolte, Sie kommen gerade hier aus der Bundesversammlung. Wie ist Ihr Eindruck von der heutigen Wahl des Bundespräsidenten? Ja, das ist natürlich eine skurrile Veranstaltung, die so ein bisschen im Zeichen des Corona-Wahns steht. Die Stühle wurden am Boden festgeschraubt in den entsprechenden Abständen. Einige Abgeordnete haben ja noch nicht mal Zutritt erhalten, durften noch nicht mal wählen, weil sie einen Spucktest gemacht haben. Ein Spucktest, der überall sonst in Deutschland ja akzeptiert wird und der ja medizinisch genauso feststellt, ob man jetzt Corona hat oder nicht. Das geht hier nicht und damit ist natürlich fraglich, ob das überhaupt als Wahl so gültig sein kann, ja, wenn gar nicht jeder hier wählen darf. Also eine wirklich seltsame und irre Veranstaltung, auch ein Riesenaufwand, der hier betrieben wird, was das kostet und dann für einen Bundespräsidenten natürlich, der, so muss man ja befürchten, Steinmeier wieder heißen wird. Also linksgrüner Mainstream mit Unterstützung der CDU, mit Unterstützung von allen politischen Kräften außer der AfD. Wir haben eine Alternative angeboten. Das ist natürlich traurig. Ich kann sagen, Steinmeier, sollte er Präsident werden, Bundespräsident, das wird er wahrscheinlich, dann ist er sicherlich nicht mein Präsident. Wir haben eine konservative Alternative angeboten. Jetzt wird gleich ausgezählt. Wir werden sehen, ob ein paar CDU-Abgeordnete so viel Mumm wenigstens hatten, heute mal keinen linken Kandidaten zu wählen. Gerne.